Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen steigt weiterhin rapide an. Binnen 24 Stunden werden am Samstag 303 Neuinfektionen verzeichnet. Das ist der höchste Wert an einem Tag seit Anfang April. Der Anstieg hat noch einmal jenen von Donnerstag auf Freitag übertroffen, den Gesundheitsminister Rudolf Anschober noch als besorgniserregend bezeichnet hat. Laut Innenministerium werden exakt 303 neue Fälle registriert, wobei alleine 131 auf die Bundeshauptstadt Wien entfallen. Bemerkenswert erscheinen noch 51 Neuinfektionen in Oberösterreich, 37 in Tirol und 33 in Kärnten. Bisher gibt es in Österreich 23.179 positive Testergebnisse auf das Coronavirus. 728 Personen sind an den Folgen der Infektion verstorben. 20.627 sind mit Stand Samstagvormittag genesen. Aktuell befinden sich 104 positiv getestete Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 21 auf Intensivstationen. Durch Contact Tracking und Analysen der jüngsten Corona-Fälle in Österreich haben Gesundheitsexperten erkannt, dass es keine großen Cluster wie in anderen Ländern gibt, sondern dass Ansteckungen hierzulande vor allem bei Familienfeiern und kleineren Festen erfolgen. Rund 25% aller Neuinfektionen sind darauf zurückzuführen. Weitere 24% hat man durch entsprechende Umfeldscreenings erkannt.